Hallo. Und herzlich willkommen aus Tangermünde auf einen Wohnmobilstellplatz, kann man glaube ich sagen. Ne? Wohnmobilistenplatz, glaube ich, nennt sich das. Positiv überrascht, würde ich sagen, oder? Das auf jeden Fall. Wir werden, und das haben wir entschieden, dazu sogar ein extra Video machen. Das ist zwar dann nur ein sehr kurzes Video, aber das lohnt sich hier auf jeden Fall, weil das ist hier gut gemacht. Ja, finde ich auch. Schon mal zwei Daumen hoch, theoretisch vier, aber er muss das, obwohl einen kann er noch machen. Nee, so weit komme ich nicht da hin. Da geht er nicht. Hier, ich tue mal so, als wenn sein Name wäre. Genau. Ja, wir haben es jetzt, ich gucke auf meine Uhr, 7:07. Haben also noch gut 5 Stunden, bis ich diesen Mann hier verlasse für 4 Stunden oder 5. Wahrscheinlich, ja, 4 als 5. Mal sehen. Ja, und wir wollen jetzt mal zur Teil zur Elbe gehen. Zur Elbe muss man schauen, ob wir es genau schaffen. Wollen gucken, ob wir das Dröhnchen hochjagen können. Und dann müssen wir noch ein ganz wichtiges Video heute drehen, denn heute ist ja der 9. November und heute hat Oma Geburtstag. Genau. Und dann müssen wir ja noch gratulieren. So ist es. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zum da hinten hin. Bis dahin. So, natürlich zeigen wir euch mal auch ein bisschen was von Tangermünde. Der historische Stadtkern verbirgt sich hinter diesen Mauern. Ich muss immer aufpassen, wenn ich laufe, wackele ich sonst zu sehr. Wenn ich allgemein zu sehr wackele, liegt es daran, es ist auch verdammt kalt. Wir haben es gerade mal 7 Grad. Und wie gesagt, schon ein schönes kleines Städtchen. Wir laufen jetzt dort hinten hin, denn da mündet der Tanger in die Elbe und mal schauen, ob wir ab da einen guten Flug hinkriegen. Hallo zusammen. Da sind wir wieder. Kalt ist draußen. Uiuiui. Ganz schöner Wind. Ja, haben Farbe bekommen. Richtig rot geworden hier. Ja. Kein Sonnenstich, sondern, Sonnenbrand, sondern Kühle. Ja, Frostbeulen. Ja, alter Falter. Ja, aber schön eigentlich. Also das, was wir jetzt schon gesehen haben. Wir gehen natürlich gleich nochmal in die Innenstadt, laufen da nochmal rum. Wollen euch das natürlich auch zeigen. Ja, wir sind ja selber gespannt, oder ich zumindest. Ich kenne es auch nicht, also von daher, ich lasse mich überraschen. Und für mich ist es jetzt, muss ich hochrechnen. Schon ein bisschen her. Ich würde bald sagen, es sind 25 Jahre, wo ich das letzte Mal in Tangermünde war. Also hier wird sich ja hoffentlich was getan haben in 25 Jahren. Wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall bauen sie da zum Beispiel Wohnungen jetzt da in der Ecke, direkt an der Mündung vom Tanger. Oder wie wir jetzt neu sagen würden, weil wir sind ja Globetrotter, sind ja europaweit unterwegs. Saint Tangermü, ne? Wir haben jetzt den Ort einfach mal umbenannt. Naja, er nun wieder. Ich nun wieder. Ja. Wir machen jetzt einen Apfelpfannekuchen, darauf freue ich mich schon tierisch, weil der wird jetzt gut warm. Ja. Ja, und dann melden wir uns, wenn wir wieder Richtung City laufen. Bis dahin. Hallo. Hallo. Holz. Ja, hier riecht es nach verbranntem Holz. Das freut einen, der ist nämlich so ein kleiner Kokelfritze. Naja.
Aber er kokelt nicht irgendwelche Sachen an, sondern nein, kontrolliertes Grillen oder halt Lagerfeuer. Sowas macht er gerne. Ja, das finde ich toll. Genau, wir haben jetzt lecker gegessen. Also der Pfannkuchen, Apfelpfannkuchen war lecker. Mhm. Und jetzt gehen wir mal in die Innenstadt von Tangermünde, in der historischen Altstadt, schauen uns das jetzt mal an und sind gespannt, was es da gibt. Das da, was ihr da seht, das ist die Fähr- und Entsorgung von Holiday Clean. Und mehr dazu, wie gesagt, gibt es in einem gesonderten Video. Das drehen wir aber erst morgen, weil morgen sollte noch besseres Wetter sein. Genau. Und wenn wir schon mal euch was vorstellen, na dann soll es doch wenigstens bei gutem Wetter sein. Ja, dann sind wir mal gespannt, was wir gleich so sehen dürfen. Los geht's. Wir haben unseren ersten Spot, den sich schon auf jeden Fall lohnt anzuschauen, und zwar das Neustädter Tor. Richtig schön gemacht. Ist erbaut von Kurfürst Friedrich I. und wiederhergestellt durch Kaiser Wilhelm II. Wir zeigen also, das gleich nochmal mit der richtigen Kamera. Genau, Kaiser Wilhelm II. Sagt mir mehr als Kurfürst Friedrich I. Der sagt mir jetzt persönlich nichts, war auch noch nicht auf der Welt. Und deshalb kann man auch schon sagen, wenn du durch dieses Tor kommst, kann man sagen, herzlich willkommen in der Kaiser- und Hansestadt Tangermünde. Und jetzt zeigst du mal alles. Beginnen werden wir hier mit einer kleinen Leuchtkerze. Die ist mir gerade aufgefallen. Coole Sache. Schön gemacht. Statt eine normale Leuchtbirne reinzudrehen. So. Da geht's hoch zu einem Kirchturm, würde ich sagen. Da ist das Tor. Mit dem Turm da dran. Sehr schön hier. Achso. Und zwar, das da gehört schon zur alten Zecherei. Und da bin ich nachher um 18 Uhr. Was für ein Zufall, nicht weit zu laufen. Genau, das ist das Ding. Zecherei Nikolai. Da sind wir heute Abend. Bin gespannt, wie es ist. Ich würde sagen, es war mal eine Nikolai-Kirche oder sowas. Jo. Könnten wir behaupten, ob wir es wissen? Vielleicht kann ich es heute Abend mehr erzählen. Aber wenn man sich hier mal die Altstadt anguckt, das ist schon sehr schön. Gerade wenn man auf der Straße läuft. Die Kirche, die man dort vorne sieht, die man die Stefan vielleicht mal kurz ranholen kann. Ja, Moment, kriegen wir noch ein bisschen näher ran. So. Ist nämlich die St. Stephanskirche. Oh. Und wahrscheinlich wieder mit PH geschrieben. Ja, mit PH. So wie es richtig ist, ja. Viele Restaurants gibt es hier links und rechts immer wieder. Ein Café. Dann gibt es einen Ostprodukteversand. Mit Ladenverkauf, keine Ahnung, was sie dort anbieten. Können wir ja gleich mal gucken. Ja, und hier wirklich Restaurant zur Post, Kaffee, Windbeutel, Waffelspezialitäten. Also, die haben hier schon so einiges. Lohnt sich schon. So, wie man mir berichtete, das Rathaus. Und zwar die hintere Ansicht. Die vordere Ansicht ist weitaus schöner. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Also, der erste Teil dieser Altstadt ist schon mal mega schön. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich drehe mich mal. Das habe ich nämlich gerade gesagt. Hier war früher, war früher mal so ein Kaffeeladen und da gab es richtig gutes Softeis. Leider gibt es das nicht mehr. Naja. So, jetzt gucken wir uns das mal von vorne an. Ist das von der Seite besser? Wollen wir mal sehen. Also auch schöne Dinge müssen mal saniert werden, daher das Baugerüst davor. Aber ich glaube, man kann erahnen, dass das doch gar nicht so schlecht aussieht. Ja, das hat das Rathaus zu Saint-Tangermü. Genau, und wenn du jetzt nochmal zurückkommst. Einmal haben wir da noch eine Kirche, aber da kommen wir später noch. Da kommen wir rein, das ist die St. Stephanskirche. Hast du hier auch solche ganz kleinen, schmalen Gästchen. Nicht wirklich viel, aber dann siehst du da hinten ein Fachwerkhaus. Also man kann hier schon schön durchschlendern durch die Stadt. Das denke ich auch. So, nochmal von der anderen Seite. Ja, da, wo die Blumen sind, da haben die Frauen dann gewunken. Ja. Die Männer, wenn sie in den Krieg gezogen sind. Ja, und dort und da hinten ist wieder das Tor. Das Neustädter Tor. Auch die Kreissparkasse ist hier in so einem alten Gebäude.
Oder die Sparkasse hier. Genau. Da ist er. Genau, die gleichnamige Kirche von Stefan. Auch hier diese schönen Altstadthäuser. Genau, wenn du gerade dazu nochmal gehst, ja, dann versuche ich mal da mit dem Finger hinzugehen. Da, dort geht es zur Elbe runter, auch zu so einem schönen alten Tor. Also, das ist echt schon schön gemacht hier alles. Und auch dort hinten haben wir noch ein Tor, was in die andere Richtung geht. Genau. So, sind wir noch mal ein bisschen näher dran an diesem tollen Turm. Wir werden das dann gleich einblenden, wie er heißt, weil du ja nicht warten kannst. Genau, wir sind ein bisschen schlauer geworden. Es ist der Eulenturm. Uhu. Ja, und auch hier sind wir mal wieder fündig geworden. Wir haben hier noch einen sogenannten Wachturm, würde ich sagen. Genau, mit und der Burganlage. Das ist gehört zum Hotelschloss Tangermünde. Da wollen wir gleich auch nochmal hin. Du lernst es nochmal, das ist Saint-Tangermü. Ach ja, so rum war's. Oh, wie man sehen kann, da vorhin haben wir gestanden. Schöner Blick auf die Elbe. Hier sind wir dann im Schlossgarten sozusagen. Sehr schöne Parkanlage. Und ich glaube, hier geht es dann runter zum Hafengelände. So, mal wieder sind wir schlauer geworden. Das ist natürlich kein Wachturm oder was hatte ich gesagt, sondern das ist der Gefängnisturm. Da kommst du rein, wenn du hier Blödsinn erzählst. Ja, das hoffe ich nicht. Einmal so über den Hof hier. Sehr schön hier. Schönen Blick auf die Stephanskirche. Genau. Auf die Kanzlei. Und hier geht es dann noch weiter. Zum Schloss. Zum Schloss. Hier haben wir nochmal einen schönen Blick auf den, auf die gesamte Kirche hier. So. Das war unser kleiner Rundgang durch Tangermünde. Kommt gerne hierher, schaut euch das selber einmal an. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder langsam durch die Stadt. Wir schlendern mal ein bisschen, zeigen euch nämlich nicht alles, weil, wie gesagt, ein bisschen geheimnisvoll muss die Stadt schon bleiben. Sonst kommt ihr ja nicht her, weil ihr alles gesehen habt, ne? Genau. So, wir haben es jetzt 19 Uhr durch. Gegessen habe ich. Also ich habe mir die Sachen warm gemacht, während Marcel wahrscheinlich vielleicht jetzt auch schon so langsam sein Essen hat. Das weiß ich ja nicht ganz genau. Ja, wir hoffen mal, dass Marcel heute einen schönen Abend hat. Ich werde jetzt noch einen Film gucken, solange er noch unterwegs ist. Und wenn er nachher wieder hier ist, dann werden wir auch schlafen gehen. Also gibt es heute nichts Besonderes mehr. Von daher wünsche ich allen eine gute Nacht und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es Sonntag, den 10. November 2019. Und die Sonne lacht. Und zwar richtig schön lacht sie dort. Ja. Es ist auch relativ kalt, würde ich sagen. Ja, so. Ich kann ja mal gucken, wie kalt ist es. 1 Grad oder sowas? Nee, 4 Grad sagt. 4 Grad schon, naja. Also ja. Heute Morgen hatten wir, glaube ich, 1 oder 0 Grad. Wir hatten sogar -1 in der Nacht. Bauch, oder so. Sternklare Nacht. Ja, ich hatte gestern ein richtig lustiges Klassentreffen. Wir waren lustigerweise 11 aus der einen Klasse, 11 aus der anderen Klasse und die Klassenlehrerin von der A. Wir waren B, B wie besser als A. Aha. Wie wieder immer so schön gesagt hat. Ob es stimmt, müssen andere beurteilen. Ja, das war sehr Lehrer beurteilen. War sehr lustig. Also wenn ihr mal in der Zecherei St. Nikolai seid, dann macht das gerne mal auch.
so ein Gruppentreffen. Wie gesagt, TripAdvisor hat da teilweise negative Einträge. Wir können das nicht bestätigen. Also es war schon gut gemacht. Essenstechnisch, naja, okay, ich habe 18 Euro für zwei Hähnchenkeulen gegessen und bezahlt. Das war jetzt nicht so, aber das ist ja nur noch mein eigenes Problem. Ich bin ja sehr wählerisch, was das Essen angeht. Ja, gut, wir wollen jetzt noch eine Tour hier machen, weil wir einmal diesen Platz vorstellen wollen, wieder im besonderen Video, schon erwähnt. Ja, und dann melden wir uns wieder, wenn wir damit fertig sind. So, wir sind wieder zurück von dem Videodreh, haben ein kurzes Video gedreht von dem Stellplatz hier am Klosterberg. Mein Gott, das vergesse ich andauernd wieder. Ihr merkt es auch, ihr werdet es in den anderen Videos sehen. Ja, Stefan hat gerade den Strom abgemacht. Was bedeutet das? Wir werden diesen Platz verlassen. Auch hier nochmal gerne gesagt, wir haben ja euch gestern Impressionen gezeigt von Tangermünde. Es lohnt sich echt hierher zu kommen. Wie gesagt, die Zecherei St. Nikolai, das ist empfehlenswert. Auch viele andere gute Lokale gibt es hier in Tangermünde. Also wenn ihr mal auf dem Weg seid hier in der Altmark, dann schaut gerne in Tangermünde vorbei. Wie gesagt, es kostet hier 8 Euro für einen Tag, 14 Euro für zwei Tage. Also ganz ehrlich, das lohnt sich. Wir machen uns Abfahrt bereit und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten, beim nächsten Take. Wir wissen noch nicht, wo es sein wird. Vielleicht machen wir irgendwo nochmal einen kurzen Halt oder wir fahren die 188 durch. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall werden wir uns überraschen lassen. So. It's cool, man. Ja. Ihr seht da die Sonne. Mhm. Also, da ist er. Und da, von da kommt sie. Ja, ich glaube, ich stehe im Wald. Aber ja, nicht nur ich, sondern auch der Bulli und Stefan auch. Wir haben gerade eine Einfahrt gefunden. Steht kein Schild, dass man da nicht rein darf. Und, das ist Seltenheitswert in Deutschland. Aber es ist sehr schön hier. Also, wir haben hier umgeben vom Laubwald. Zeigen wir euch gleich nochmal kurz. Und ja, was soll man sagen? Wir haben ja Herbst, also das heißt, Blätter sind schon gut am Färben. Sieht halt schön aus, also hat was. Ja, dann würde ich mal sagen, du zeigst das mal kurz rum, wo wir hier gerade so sind. So machen wir das. Klar, alles hier ein bisschen matschig, sage ich mal. Also, wir wollten jetzt nicht weiterfahren, aber da wäre wahrscheinlich noch ein Weg weitergegangen, irgendwie über Stock und Stein. Da liegt mitten drin ein Baum. Da. Ja, würde man aber auch hinkriegen. Und wenn man theoretisch sich sogar hier hinten reinstellt, also könnte man sogar hier eine Nacht übernachten. Ist relativ ruhig, die Straße ist ein kleines bisschen weg, also passt schon. Und die Straße ist auch relativ nicht groß befahren. Es ist so eine Kreisstraße zu Nebenstraße, nur. Ja. Also da ist, gerade nachts ist dann nicht sehr viel. Auch wenn man jetzt gerade vielleicht Krach hören könnte. Naja, ein Motorrad fährt ja immer ein bisschen lauter, ne? Das ist ja normal. Aber es geht eigentlich. Also im Auto hörst du nichts mehr. Genau. Ja.
Ja, warum stehen wir hier? Das hat jetzt, wir machen jetzt keine Kaffeepause oder irgendetwas. Wir haben gedacht, hier an diesem Platz wollen wir unsere Reise, die ja nun doch ein paar Kilometer hatte. Wir wissen leider gar nicht, wie viele Kilometer wir jetzt gefahren sind. Das blenden wir dann mal ein. Ich habe jetzt auch nicht auf den Tacho geguckt. Ne? Also da schauen wir gleich nochmal nach. Also es waren viele Kilometer. Also dafür, dass wir angestartet sind in Guxhagen über Lindau, dann der Albula-Pass. Dann waren wir irgendwo in Italien, in den Bergen. Sehr schön. Mit dem schönen Lagerfeuer. Ja. Dann hatten wir oberhalb vom Gardasee Badolino. Auch mega toll. Dann ging es weiter irgendwo die Irrfahrt in Österreich, kann man ja nennen. Ja. Die Park-for-Night-Suche in Österreich. Dann waren wir in Erding mit dem Besuch der Erdinger Therme. Augsburg. Dann Bitterfeld. Ja, und gestern und heute Tangermünde. Und jetzt auf dem Weg nach Hause. Genau, also wenn ihr die Route, wir werden euch auch mal die Route komplett einblenden. Also wenn ihr die seht, dann denkt ihr, was machen die denn da? Es waren schöne 11 bzw. 12 Tage, wie man es nimmt. Eine schöne Herbst-Winterreise. Also man kann ja schon sagen, ein kleines Frühling. Bisschen Winter. Frühling war auch mit dabei. Frühling war auch mit dabei, genau. Aber ein kleines bisschen Winter auf dem Albula-Pass und dann halt auch in Österreich. Ja, in Österreich, Schweiz, da, also das war schon schön, ja. Ja, das hat für uns auf jeden Fall nach mehr gesprochen. Wir wollen auf jeden Fall auch gerne mal richtig Winter machen. Aber brauchen wir Winterketten? Ja, Schneeketten, genau. Schneeketten. Das wird auf jeden Fall nur mit Schneeketten passieren, das ist richtig. Also da hoffen wir vielleicht hier auf dem Harz, dass vielleicht doch mal, auf Brocken soll schon schneien, dass wir einfach mal ein bisschen mehr Schnee haben, dann würden wir da das natürlich vorziehen. Ja. Ist halt näher dran, ne? Genau. Und dann werden wir einfach mal sehen, was so alles kommt. Wie gesagt, haben wir noch viele andere Videos gedreht. Auf jeden Fall, wir fanden, es war eine schöne Reise. Und wir haben uns gefreut, euch mitnehmen zu dürfen. Ich hoffe, euch hat es auch gefreut. Vielleicht habt ihr was entdeckt, wo ihr sagen könnt, auch da möchten wir auch gerne mal hin. Wir würden euch alles empfehlen. Alles super gewesen. Es soll ja für alle schön sein, dass halt auch vielleicht Anregungen für alle anderen gesammelt werden können und ja, wir hoffen, dass das auch ein bisschen gut rübergekommen ist. Ja, in diesem Sinne sagen wir danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, also sprich ein Like. Teilt die Videos, sodass auch andere wieder was davon haben. Dann wäre es super, wenn ihr unseren Kanal abonniert und, immer ganz wichtig, das haben wir jetzt gelernt, das Glöckchen drücken, weil was bedeutet das? Das bedeutet, dass du informiert wirst, sobald ein neues Video von uns online geht. Ja, und das ist wichtig. Jo, dann war es das. Danke fürs Zuschauen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Winterzeit. Winterzeit, die jetzt ja dann auch bevorsteht. Beziehungsweise die mittendrin ist. Also wir müssen ja mal überlegen, wann kommt das Video? Ah ja, stimmt. Ihr seid mittendrin in der Winterzeit, genau. Deshalb hoffentlich rutschfest. Ja. Dass ihr keine Unfälle baut. Fahrt immer vorsichtig. Ganz wichtig. Und dann sehen wir uns schon bald wieder hier auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Und wie heißt unser Kanal? Kreuzfahrt-Bulli. In diesem Sinne, ciao, ciao. Tschö.